Ich musste gerade denken, was wir tun. Anatolien ist irgendwie ein bisschen kleiner geworden. Die waren mal größer. Friedensvertrag anbieten, Tribut verlangen, Gold 3200. Dankeschön. Provinz ist bekehrt, man kann es kaum glauben. Vielleicht bleibt es auch mal so. So, Pamplona hat uns ja einen Friedensvertrag geschickt, den wir angenommen haben. Dementsprechend haben wir mit denen erstmal keinen Krieg. Und wir marschieren dann trotzdem weiter in Richtung Zirid, obwohl wir uns da mit Toledo irgendwie eventuell anlegen könnten, weil die mit denen Handelsabkommen haben. Da müssen wir darauf achten, dass die nicht zu sauer werden. Diese Provinz möchte ich erst, Andalusien. Da müssen wir anlegen. So, noch ein Prinz ist erwachsen. Wir können dann uns nochmal mit denen vermählen. Roberto mit der Amane. So. Jetzt haben wir uns doppelt mit denen vermählt. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Aber vielleicht können wir dann, wenn der König von denen stirbt, der ist auch schon alt, vielleicht können wir dann noch mehr Geld bzw. Land fordern. So, unsere Truppen marschieren, aber wir können denen eigentlich auch direkt sagen, kämpfen. Und ich beschleunige und trinke Kaffee. So, kurz langsam gemacht. Bruch aller Abkommen, nein. Angriffsbegehren, nein. Königreich ist erfreut. Schön. So, belagern. Während wir da belagern, schauen wir uns mal die Karte an. Was haben wir in dieser Aufnahmesession geschafft? Wir haben eigentlich nur Tanga erobert und ungefähr 10-mal versucht zu bekehren. Sonst tatsächlich noch nichts. Handelsabkommen von Polen, nein, danke. Pamplona hat im Moment natürlich Frieden mit uns, wird aber definitiv wieder angreifen. Obwohl auch vielleicht nicht, denn die haben kein Bündnis mehr mit Zirid. Könnte uns zugutekommen. Ich möchte jetzt gerne eigentlich. Ah, da. Ich wollte Toledo ein bisschen Geld geben, damit die beruhigt sind. Damit die uns nicht den Krieg erklären oder so. Das hat jetzt irgendwie. Achso. War falsche Ansicht, glaube ich. Die hätten uns schon nicht den Krieg erklärt. Aber egal, wir müssen das Geld sowieso loswerden. Sonst verlieren wir das über die Inflation einfach wieder. Da können wir es besser nutzen. So, Stadt direkt einnehmen, einmal heilen, einmal Nahrung voll machen und den anderen reinstellen. So. Da sind noch irgendwo im Hintergrund Rebellen. Und da ist auch ein Emir, der direkt auf diese Stadt zumarschiert und plündern möchte. Was ich ja jetzt nicht so schön finde. Da werden wir ihm mal mit diesem Marschall entgegentreten. Verdammt. Gegen Abbasidien. Na gut. Müssen wir machen. Aber wir können den ja gleich wieder Friedensvertrag anbieten. Friedensvertribut verlangen. Gold 16.000, wie wär's? Ja, ist doch schön. So, die haben uns jetzt erstmal 16.000 gegeben, dass wir denen wieder Frieden anbieten. Dafür mögen uns die Fatimiden und Abbasidien so gar nicht mehr. Sollten wir vielleicht auch was machen? So, versuchen wir mal das Ganze zu bekehren hier. Und hier weiter ausbauen. Geht alles ein bisschen fix gerade. Ja, wir haben gewonnen. Und zwar gegen wen? Ach so, gegen den Herrn aus Zirid. Und jetzt sind da noch die Rebellen, die wir schlagen müssen. Und auch das hat geklappt. Sehr schön. Gut, zurück in die Festung. Und du kannst erstmal noch da stehen bleiben. Wobei, nicht zurück in die Festung. Wir werden da einfach mal eine Blockade errichten und die Truppen von ihm ein bisschen runterhauen. Nein. Ich habe gar nicht gelesen, aber nein. So. Zack. Kämpfen. Und mit ihm auch noch mit drauf. So, einige feindliche Truppen sind jetzt eingedrungen. Von wo denn eigentlich?
Ach so, hier oben. Moment mal. Ach so, das gehört nicht mir, das gehört Frankreich. Ich dachte gerade, was ist denn das für eine komische Markierung da? So, jetzt können wir mal zurückgehen. Ach, die kommen hinterher. Dann können wir nicht zurückgehen, sondern bauen zwei Forts. Und hauen denen einfach die Truppen runter. Dann können sie auch gerne da belagern. Und wir brechen einfach mal entspannt durch. Was auch relativ lustig aussehen wird. Die haben jetzt schon fast die Hälfte ihrer Truppen, die sie hatten, verloren. Also ich lasse die wirklich bis zur Stadt kommen und dann durchbrechen wir die Belagerung, denn dann sind die Truppen definitiv etwas kleiner. Ja, Belagerung von Andalusien ist schon okay. Guck mal, die sehen gleich aus. Der Händler und der Kleriker. Bestimmt Zwillinge oder so. Sill, komm schon. Auf. Belagerung durchbrechen, jawohl. Und komm schon. Giovanni. Mach Flotti. So. Provinz ist bekehrt. Sehr schön. Da haben wir einen guten Kleriker zurzeit. Bis er uns verrät. So. Truppen sind geheilt und alles. Proviant aufgefüllt. Sehr schön. So, wenn der so zur Hälfte abgezogen ist, können wir ja mal weiter. Von wem ist denn Pamplona Vasall? Ach so, von uns. Wann habe ich das denn gemacht? Ach, als die uns den Friedensvertrag angeboten haben, oder was? Na gut, das kann man auch machen. Dann geben wir denen mal Geld, damit die uns mögen. So ein bisschen zumindest. Ist ja, was ich alles nicht bemerke beim Spiel. Okay. Mit Toledo hatten wir ja auch ein Handelsabkommen, ne? Ja. Gut, Pamplona müssen wir dann, brauchen wir dann gar nicht erobern. Gehört ja quasi uns. Da müssen wir nur noch Zirith bekämpfen und Wessex für Frankreich erobern, eventuell. Wessex und Wales mögen sich nicht. Wessex und Cornwall haben auch Krieg, aber Cornwall hat gerade mit allen Krieg da in der Gegend. Geben wir denen mal eine Runde Geld. Prinzessin ist erwachsen, auch das ist schön. Dann kann sich Cornwall noch ein bisschen verteidigen. Oh, berühmter Rebell in Fez. Wohin möchte der? Oh, der bleibt sogar bei uns. Das ist ja ärgerlich. Unser nächster Marschall ist der oder die beiden, ne? Verdammt, okay, dann müssen wir tatsächlich einen abziehen. Dann ziehen wir mal einen ab. Dann ist der Priester, Kleriker auch definitiv weg vom aus Andalusien. Und da brauchen wir uns dann keine Gedanken mehr drüber machen. Okay. Also bis unsere Truppen dann zurück sind, meine ich. Wo sind denn jetzt die Rebellen? Da sind die Rebellen. Na komm. Huch! Was war das? Warum ist hier. Hä? Warum ist denn da ein Handel beendet worden? Was war denn da? Cordoba? Nein, Cordoba ist hier. Was war denn hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Transsilvanien. Oder? Nö. Wen hatten wir denn da? Kann mir das mal jemand sagen? Was hat man denn hier? Cordoba hatte ich gewechselt, glaube ich, ne? Da weiß ich gar nicht mehr. Wir brauchen einen neuen Handelspartner. Wen nehmen wir denn da? So, jetzt muss ich erstmal unseren Marschall runterschicken. Wo sind denn die Rebellen da? In die Richtung? Große Verwirrung. Frankreich haben wir noch. Wir brauchen definitiv einen neuen Handelspartner. Das bleibt nicht aus. Vielleicht können wir ja hier im Norden einen unterstützen. Wir haben Krieg mit denen? Warum? Warum haben wir denn Krieg mit so vielen Leuten? Wahrscheinlich, weil wir einfach relativ mächtig sind. Warum nehmen die denn nicht an? Unsere alten Aristokraten möchten. Ach, fickt euch doch, ey. So, wollt ihr Geld? Okay, die wollen tatsächlich keinen Frieden. Dann bieten wir denen einfach Geld an und hoffen, dass die niedermachen. So.
Verdammt, Kreta. Schon. Hatten wir Kreta? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir Kreta hatten. Hat Kreta. Nein, die haben keinen Krieg mit uns, dann haben die sich nicht abgespalten. Verdammt, den muss ich mal hier runterschicken. Wo sind denn die Rebellen? Da sind die Rebellen. Mann, verwirrend, verwirrend alles. So, ich weiß immer noch nicht, mit wem wir Handel hatten. Ach, guck mal, Zirit hat Frankreich tatsächlich was abgenommen. Wir brauchen noch einen Handelspartner. Wales! Hatten wir nicht mit Wales ein Handelsabkommen? Ja, ne? Die haben das mit uns wieder beendet. Warum? Anbieten Handelsabkommen. Oder? War das Wales? Naja, nehmen wir einfach erstmal Wales. Wird schon passen, wenn wir Wessex angreifen, werden die uns wahrscheinlich auch wieder mit... Frankreich hat jetzt mehr oder weniger Frieden mit Wessex. Aber Wessex ist trotzdem nicht gerade beliebt. Interessanterweise werden die aber auch nicht kleiner. Das liegt meist daran, dass die Truppen da relativ viel zu tun haben. Also ich meine, die haben so viel Krieg, die kommen gar nicht mehr dazu, Truppen zu ihren Feinden zu schicken, weil die viel zu viele davon haben. Also es klingt ein bisschen blöde vielleicht, aber die haben so viel Krieg, dass sie gar nicht genug Marschälle abstellen können, um diesen Krieg wirklich zu führen. Ist ein bisschen blöde, aber ist Tatsache. Also theoretisch macht Krieg mit vielen Ländern nichts, weil die gar nicht wirklich Krieg gegen dich führen können. Die suchen sich meist immer einen, ich sag mal, Aktivgegner aus, den sie dann wirklich bekämpfen. Und den Rest halt nicht. Also wenn die jetzt in ein paar Runden nicht annehmen, dann würde ich sagen, gehen wir da hin und erobern den ganzen Kram und schenken das irgendjemandem da. Ist bestimmt auch eine Taktik. Feind ist einmarschiert in Kastilien. Ja, ich glaube, der marschiert nur durch. So. Jetzt sind wir fast in Fez angekommen. Und können dann da die Rebellen bekämpfen, ne? So, beschleunigen mal. Feind, berühmter Rebell in Moesia. Wo ist denn Moesia? Moesia. Da ist Moesia. Dann bist du kämpfen, ja. Du, mein Ansprechpartner. Wo haben wir den denn? Ah, da. Rebell, sonst wie Moss.